Herzlich willkommen zurück zu The Longest Journey. Im letzten Video haben wir so vielen Leuten geholfen. Quaman haben wir aufgeweckt und er konnte ja damit natürlich aufgehört zu schnarchen und damit war den Zweigleuten geholfen. Wir haben ihn dann darum gebeten, dass er dem Orlowohl am Strand hilft. Das hat er getan. Die sind jetzt also auch wieder glücklich und Quaman durfte aus diesem Grund auch hier wieder zurück auf die Klippe, wo er halt vorher schon immer war und hier geangelt hat. Und deshalb sprechen wir doch jetzt nochmal mit ihm. Hey, Quaman, wie beißen die Fische? Mit ihren Zähnen, aber heute nicht. Warum denn nicht? Quaman weiß nicht. Die Fische haben immer angebissen. Aber damals hatte Quaman Köder. Jetzt kein Köder, nur behelfsmäßiges Lockmittel. Können wir dir irgendwie helfen? Was brauchst du, um einen Köder zu basteln? Quaman kann Köder aus fast allem machen, was bunt ist und im Wasser nicht so schnell untergeht. Du bist ja ein echtes Genie, weißt du das? Bei Quaman geht immer etwas schief. Hey, das war ein Kompliment. Ach so. Okay, ich glaube, wir haben da sogar was, was wir ihm geben können. Aber wir sprechen erst nochmal weiter mit ihm. Bist du jetzt glücklich, Quaman? Quaman ist glücklich. Er will, dass die Fische anbeißen. Aber wenn sie es nicht tun, ist Quaman auch glücklich. Sehr gut. Ja, die Angelrute wollen wir uns jetzt erstmal noch nicht ausleihen. Na dann, Petri heil. Danke. Guck jetzt erstmal kurz im Inventar. Wir haben doch, genau hier, das Bonbonpapier. Also wenn das nicht bunt ist und im Wasser nicht so schnell untergeht, dann weiß ich aber auch nicht. Ob das Bonbonpapier wohl als Köder taugt? Ja, mit ein wenig Arbeit wird der perfekte Köder daraus. Jetzt wird Quaman einen machen und hoffentlich viele Fische fangen. Na dann wünsche ich dir viel Erfolg. Und wir gehen mal hoch zurück zu den Zweigleuten, also Vic, Willow und Woody, und schauen mal, ob die an ihrer Armbrust weiter basteln. Denn die könnte uns helfen, das Dorf der Alatia zu erreichen. Und da wollen wir ja im Endeffekt eigentlich immer noch hin. So. Dann geht's wieder zum großen Baum. Und wir sprechen nochmal mit Vic. Vielleicht haben wir ihn wenigstens ein bisschen glücklich gemacht jetzt. Warum arbeitet ihr denn im Moment nicht an eurer Mondkanone? Wegen des infernalischen Lärms deshalb. Aber Quaman ist ins Orlowohl-Dorf zurückgekehrt. Er wird euch bestimmt nicht mehr stören. Wirklich? Was ist denn da passiert? Ach, ich will es gar nicht wissen. Hauptsache, wir können wieder an die Arbeit gehen. Danke, Lady. Ja, kein Problem, Jungs, ne? Ich wünsche euch viel Spaß. Ach, ich finde dich so witzig. Marschieren sie alle los. Tja. Und Woody ist das heimliche Genie eigentlich. Wer weiß, wie viel ihm, wie viel von der Konstruktion der Mondkanone von ihm ist. Aber, ja. Aber wenn einem jeder einredet, man wäre dumm, dann denkt man das irgendwann selber auch. So, wir laufen dann auch direkt mal hinterher, wenn wir können. Und schauen mal, was sie da machen. Na Jungs, wie sieht's aus? Na, wie geht's voran? Fast fertig. Nur noch ein winziges Problem. Und das wäre? Uns fehlt die Bogensehne für die... Antriebsmechanismus, Wick. Das hat er gesagt. Wir brauchen eine Bogensehne. Etwas Starkes, Dehnbares, Haltbares. Wie was? Keine Ahnung, Lady. Ich bin kein Ingenieur. Ich bin nur der Aufseher.
Eine Sine aus Tierthermen wäre perfekt. Ja, aber sieh uns nur an. Glaubst du, Zweigleute könnten gute Jäger sein? Sehe ich aus, als könnte ich mit einem Tannenzapfen oder trockenem Blatt einem Monster nachstellen? Das war doch Woody, der uns jetzt immer geantwortet hat. Später rede ich gern mit dir. Aber bevor sie fertig wird, muss ich sie noch ganz genau einstellen. Also ist die Konstruktion doch von ihm, wie ich vermutet hatte. Keine Zeit. Bin beschäftigt. Ich meine, wir haben das Seil, aber ich glaube nicht, dass das jetzt hilft. Können Sie mal anbieten? Das scheint es nicht zu sein. Aber vielleicht können wir ja dann doch mal Quaman nach seiner Angel fragen und ihm die Angelschnur entwenden. Weiß zwar nicht, aus welchem Material das besteht, aber es könnte zumindest die Möglichkeit bestehen, dass es das ist, was die Jungs da suchen. Denn jetzt irgendwelche Tiere hier erlegen, ich glaube, dafür ist April auch nicht unbedingt geeignet. Bin ich da mal gespannt, was er zu sagen hat. Aber das macht vielleicht ja schon Fisch gefangen mittlerweile. Oh, sieht gut aus. Angelroute. Quamans Angelroute. Na, dann wollen wir doch mal nochmal mit ihm sprechen. Hat mein Köder funktioniert? Sehr gut. Quaman hat einen großen, leckeren Fisch gefangen. Möchte April kosten? Oh nein, sei nicht böse. Aber ich bin nicht so wild auf Meeresfrüchte. Das sind keine Meeresfrüchte. Das ist Fisch für Menschen. Was wird Quaman jetzt tun? Quaman bleibt hier sitzen, bis die Sonne untergegangen ist. Dann geht er schlafen. Und morgen? Das entscheidet Quaman, wenn er morgen aufwacht. Du bist ein richtiger Philosoph, weißt du das? Quaman weiß nichts über Philosophen. Er ist nur ein Banause. Bis später, Quaman. Bis später. Auf Wiedersehen. Na gut, dann brauchen wir das ja jetzt erstmal alles nicht. Fischkröten, die können wir uns nochmal anschauen. Quaman hat offenbar gut gespeist. Das ging aber schnell. Von seinem Fang sind nur noch die Gräten übrig. Ja, und wenn ich mir das so anschaue, ist das wirklich ein großer Fisch gewesen. Man weiß nie, wozu man das vielleicht noch gebrauchen kann. Der Rest von Quamans Fang hat eine äußerst praktische Form, muss ich sagen. Wie ein Haken. Mhm. Na, das könnte uns ja vielleicht tatsächlich weiterhelfen. Quamans Angelrute. So, ich würde die mir jetzt mal ausleihen. Ich glaube nicht, dass ich die Angel brauche, aber ich leihe mir die Schnur aus. Was haben wir denn da? Angelschnur? Eine lange, belastbare Angelschnur. Ich habe sie mir von Quamans Angelrute geborgt. Ja, dann sagt das aber auch den Zweigleuten, in denen wir das jetzt bringen, damit die das Quaman wieder zurückgeben. Oder er legt einfach ein neues Tier und besorgt sich eine neue Schnur. Oder wo auch immer er die her hat. Auf jeden Fall, denke ich mal, wird es damit funktionieren. Und dann kommen wir dem Dorf der Alatia immer näher. So, wir müssen wieder zum Baum. Und nach oben. So, Jungs. Könnt ihr das als Bogensehne für eure Mondkanone benutzen? Lass mal sehen. Ja, so wird's gut gehen. So, wie sieht's aus, Jungs? Hört mal zu. Ich habe alles, was wir brauchen. Jetzt stellen wir die verdammte Kanone fertig. An die Arbeit, Leute. Ein paar Minuten, Lady, dann ist sie fertig. Thank you.
Es funktioniert. Natürlich funktioniert sie, du Holzkopf. Ich hab sie gebaut. Ja, Vic, du bist das absolute Genie. Seid ihr fertig? Jawohl, Madame. Die Mondkanone kann getestet werden. Na? Was na? Wirst du es tun? Was tun? Die Kanone testen. Ich? Und dabei umkommen? Nein, danke, aber wenn du Mut hast, nur zu. Oh, ich glaube, da passe ich nicht rein. Das ist nicht mein Problem. Aber ich habe eine Idee. Ja, die Kanone ist fertig. Ich könnte glatt 1 bis 2 Jahre schlafen. Na, dann mach das mal. Und Willow. Hey, alles fertig. Und Vic hat wieder mal nichts getan. Nur wie üblich herumgebrüllt und Woody und mich herumkommandiert. Ja, aber das sind die ja schon gewohnt, glaube ich. Wenn ich Vic glauben darf, ist das die Mondkanone. Angeblich kann sie einen Zweigmann auf den Mond schießen. Na klar, in Jules Vernes Romanen vielleicht. Jedenfalls ist sie für den Mond auch ein bisschen falsch ausgerichtet, ne? Aber Apple hatte ja gesagt, es sieht aus wie ein Haken und wir haben hier ein Seil und dann haben wir einen Interhaken. Das Seil ist um eine hakenförmige Fischgräte geknotet. Und vielleicht können wir zumindest das darüber schießen. Ich muss nur den Haken an der Bogensehne befestigen und das Seil einfach als Anhängsel hinterherziehen lassen. Okay, Feuer frei. Na dann, los geht's. Und da haben wir ein Alatia. Wahnsinn. Ein ledriges Geschöpf mit Flügeln. Eine Mischung aus einer Riesenfledermaus und einem Flugsaurier. Das muss einer der Alatia sein. Er sieht eher wie ein Krieger aus, nicht wie ein Geschichtenerzähler. Ich hoffe, er spricht Deutsch. Ich meine, Allsprache. Wir werden es herausfinden. Aufwind? Aber hier ist irgendwie der Spalt. Vielleicht kann er uns ja irgendwie rüberholen. Ich sehe aus wie ein echter Seebär. Ahoi, Captain. Es ist ein Alatia. Kannst du mir rüberhelfen? Wohin führt die Straße? Ja, wohin führt die... Na, die Straße endet hier. Aber kannst du mir vielleicht rüberhelfen? Kannst du mir rüberhelfen? Du bist ein Mensch. Und wir wollen keine menschlichen Fremden in unserem Dorf. Wenn du mit uns handeln willst, sag uns, wo dein Schiff ankert. Wir schicken unsere Händler mit den Waren dorthin. Ich habe kein Schiff und auch keine Waren. Ich bin hier, um mit euren Führern zu sprechen. Tut mir leid, aber wir dulden keine Fremden in unserem Dorf. Das finde ich irgendwie blöd. Wohin führt die Straße? Wohin führt die Straße? Das Alatio-Dorf Tama'a. Tama'a. Und wo genau liegt das? Na, ich würde mal sagen, hier hinten sieht man das doch schon. Wo liegt das Alatia-Dorf, Tama'a? Die Straße hinauf und dann in den Vulkan. Ach, das ist hier tatsächlich der Vulkankrater, so, ne? Ist ja schon krass. Ja, ist das nicht gefährlich? Das habe ich auch gerade gedacht. Ist es nicht gefährlich, in einem Vulkan zu leben? Der Vulkan ist schon vor Tausenden von Jahren erloschen und die Götter beschützen uns. Wir sind dort sicher. Na, wenn du das sagst, gibt es noch eine andere Möglichkeit. Wird er uns ja wohl jetzt kaum verraten. Gibt es eine andere Möglichkeit, in den Vulkan zu kommen? Nein, der Pass ist der einzige Weg dorthin. Bestimmt gibt es eine verborgene Höhle, die in den Vulkan hineinführt. Nein, die gibt es nicht. Es gibt immer eine verborgene Höhle. Hier nicht. Ja, ich glaube, er würde es dir auch nicht sagen, wenn es eine verborgene Höhle geben würde. Bist du absolut sicher, dass es hier keine verborgene Höhle gibt? Mensch, du redest zu viel. Selbst für einen Alatia. Eigentlich bin ich doch ein Händler. Aber ich habe kein Boot. Eigentlich bin ich doch ein Händler. Wo ankert dein Schiff? In der Palmenbucht.
Auf Alais gibt es keine Palmenbucht. Na gut. Na gut, ich bin kein Händler. Aber ich bin ein Freund der Alazia. Wir kennen dich nicht. Es gibt keine Freundschaft zwischen Fremden, Mensch. Oh ja, hier, das ist gut. Irgendeine Prophezeiung, da ist April bestimmt... Ja, das passt doch. Gibt es in eurem Volk nicht eine Prophezeiung über einen Fremden, der ohne Schiff kommt oder so? Ich weiß nichts über Prophezeiungen, Mensch. Du bist nicht hilfreich. Kennst du überhaupt eine Prophezeiung? Wir erzählen Fremden unsere Geschichten nicht. Ich danke dir. Ja, aber du musst jetzt gehen. Für was genau hast du ihm jetzt gedankt? Der hat uns doch nicht geholfen. Da müssen wir wohl selbst einen Weg finden. Aber das werden wir erst im nächsten Video machen. Die Zeit ist nämlich um. Also, bis dann. Tschüss.